Wie du dein Leben mit einem Arduino Uno und einem alten Diskettenlaufwerk mit Harmonie und Glückseligkeit erfüllen kannst, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Das charakteristische Geräusch der 3,5 Zoll Diskettenlaufwerke ist schon lange verstummt. Mit Einführung der CD-ROM wurden die kleinen 1,44 MB Speichermedien überflüssig und verschwanden nach und nach aus den Computern dieser Welt. Doch in vielen Haushalten finden sich immer noch alte PCs aus dem Zeitalter der Floppy Disk. Höchste Zeit, den Floppy-Laufwerken eine neue Aufgabe zu geben und ihnen das Singen beizubringen. Doch wie geht das Ganze und was brauchen wir dafür? Voraussetzung Nummer 1 ist ein altes Laufwerk für 3,5 Zoll Floppy-Disketten mit der damals weit verbreiteten IDE-Schnittstelle, zu erkennen an der Pinleiste hinten am Laufwerk. Findet sich kein alter Rechner mit Diskettenlaufwerk mehr im Haus, fragt man vielleicht mal im Kreise von Familie und Freunden, ob nicht der ein oder andere Schatz noch im Keller schlummert. In unserem Fall sind wir relativ schnell zu einer stattlichen Sammlung gekommen. Um das Spektakel mit Energie zu versorgen, benötigen wir noch eine 5 Volt Spannungsquelle. Hier haben wir mehrere Optionen. Mit einem ausgedienten PC-Netzteil haben wir den Vorteil, dass der Anschluss für ein Diskettenlaufwerk bereits vorhanden ist. In unserem Fall haben wir uns aber für ein preiswertes 5 Volt Schaltnetzteil entschieden. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Als Steuerung greifen wir auf einen Arduino Uno zurück. Dieses Mikrocontroller-Board ist zwar der Dinosaurier unter seinesgleichen, findet aber immer noch seinen Weg in unzählige DIY-Projekte. So auch in unserem Fall mit dem Softwareprojekt Moppy, auf dem dieses Video basiert. Viele andere erhältliche Arduino-Boards werden übrigens genauso funktionieren. Wir stellen zuerst die Verbindung zur Spannungsversorgung her. Im Falle der Diskettenlaufwerke ist hierfür ein vierpoliger Molex-Anschluss vorhanden. Dieser ist belegt mit 12 Volt, 2x Masse und 5 Volt. Haben wir uns für ein altes PC-Netzteil entschieden, müssen wir die Anschlüsse zum Aktivieren, bei einem ATX-Netzteil sind das in der Regel die grüne und die schwarze Ader, miteinander verbinden. Anschließend können wir direkt den normal vorhandenen Anschluss anstecken. Ist dies nicht der Fall, löten wir die Leitungen einfach an oder benutzen Drahtbrücken für Entwicklerboards. Benötigt werden übrigens nur der 5 Volt und ein Massepin. Um den Schrittmotor des Laufwerks anzusteuern, benötigen wir noch ein paar Steuerleitungen vom Arduino zur IDE-Pinleiste des Laufwerks. Für unser Vorhaben brauchen wir nur die für den kleinen Motor am Schreibkopf nötigen Pins. Die Anschlüsse sind von links nach rechts nummeriert, wobei die untere Reihe die ungeraden Nummern hat und eigentlich nur als Ground- oder Masseanschluss dient. Wird also ein Anschluss der oberen Reihe mit Masse verbunden, aktiviert das die entsprechende Funktion. Diese Funktionsweise wird auch als Low Active bezeichnet, da die Funktion bei 0 Volt, also einem niedrigen Signalpegel, aktiv ist. Drei dieser Funktionen sind für dieses Projekt wichtig. Der Drive Select Pin Nummer 12 wird einfach mit dem darunterliegenden Masse-Pin verbunden. Hiermit wird das Laufwerk aktiviert und für die Verwendung freigegeben. Der Direction Pin Nummer 18 gibt die Richtung an, in welche sich der Schrittmotor drehen und somit der Schreibkopf bewegen soll. Diese Funktion soll später unser Arduino steuern. Daher verbinden wir den Pin mit dem Pin Nummer 3 an unserem Arduino. Der Step Pin Nummer 20 muss ebenfalls vom Arduino angesteuert und somit auch mit selbigen verbunden werden. Wird dieser Pin aktiviert, macht der Schrittmotor einen Schritt, was noch relativ unspektakulär aussieht. Macht man das allerdings sehr schnell, wird Musik draus. Der Arduino kann das besser als wir, also überlassen wir ihm das Ein- und Ausschalten. Wir ziehen also unsere Leitung zum Pin Nummer 2 am Arduino. Damit ist der Hardware-Teil fast geschafft. Wichtig ist aber noch eine gemeinsame Masse- oder Ground-Verbindung vom Arduino und Laufwerk. Das ist wichtig, damit für beide Geräte das gleiche Massepotenzial besteht. Ist dies nicht der Fall, könnte es vorkommen, dass das Laufwerk nicht wie gewünscht reagiert. Da die ungeraden Ground-Pins des Laufwerkes in der Regel miteinander verbunden sind, reicht eine Leitung zwischen Pin 17 am Laufwerk und einem GND-Pin am Arduino. Kommen wir nun zum Software-Teil unserer musikalischen Revolution.
Der amerikanische Softwareentwickler Sam Archer, alias Sammy1AM, hat in seiner Freizeit das Projekt Moppy auf github.com veröffentlicht und weiterentwickelt. Die Software setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: dem Code für den Mikrocontroller und der Benutzeroberfläche auf dem PC, über die wir das Ganze steuern. Wir laden beide ZIP-Dateien herunter und entpacken diese. Um das Arduino-Programm zu übertragen, besorgen wir uns die Arduino IDE von arduino.cc, in unserem Fall die Windows 10-Variante aus dem Microsoft Store. Danach fügen wir über die Bibliotheksverwaltung noch die Timer1-Bibliothek hinzu und verbinden unseren Arduino Uno mit dem PC. Nun können wir den Mikrocontroller auf dem Arduino-Board mit einem Programm versehen. Wir öffnen die Moppy-Arduino-Datei mit der Endung INO und laden den Code auf den Controller. Ob die Übertragung erfolgreich war oder ob es ein Problem gab, erfahren wir etwas unscheinbar in der unteren Statusleiste. Haben wir das Programm erfolgreich auf den Controller übertragen, können wir uns um den PC kümmern. Damit die GUI, also die grafische Benutzeroberfläche, genutzt werden kann, muss das Java Developer Kit in der Version 12 installiert sein. Dieses finden wir ruckzuck auf den Webseiten von Oracle. Nun kann es auch schon losgehen. Steht die Stromversorgung der Laufwerke und die USB-Verbindung zwischen Arduino und PC, können wir einen ersten Test wagen. Über die Batch-Datei für die GUI starten wir die Oberfläche von Moppy und laden eine der beiliegenden MIDI-Dateien in die Playlist. Nun wählen wir den COM-Port aus, den der Rechner unserem Arduino zugewiesen hat, und hiermit erklären wir das Projekt Floppy Musik für geglückt. Doch ist das jetzt Erreichte nur die Spitze des Eisbergs, da die Moppy-Software uns noch einige Möglichkeiten zum Ausbau bietet. So können wir zum Beispiel an einem Arduino Uno ganze 8 Laufwerke betreiben. Wir haben uns also reichlich Laufwerke besorgt, diese in einen schwedischen Wohnzimmertisch integriert, und das ist das Ergebnis. Mit Moppy lässt sich quasi jede MIDI-Datei auf unseren Floppy-Laufwerken wiedergeben, was mal mehr und mal weniger gut funktioniert. Das liegt daran, dass die Schrittmotoren der Laufwerke mechanisch bedingt nur einen bestimmten Frequenzbereich wiedergeben können. In den meisten Fällen sind die Töne schlicht zu hoch für unsere Laufwerke. Hier hilft uns das kostenlose Programm Anvil Studio weiter, mit dem wir die MIDI-Dateien leicht bearbeiten können. Zum einen können wir die einzelnen Spuren der Datei hoch oder runter transponieren, also die Tonhöhe ändern. Hier empfehlen wir eine Oktavierung, also eine Verschiebung der Noten um 12 Halbtonschritte. Wem das zu kompliziert klingt, der schreibt einfach -12 in das Textfeld. Nach unserer Erfahrung ist der Bereich rund um den Bassschlüssel am brauchbarsten. Darüber hinaus können wir für jede Spur den Ausgabekanal ändern. Das macht Sinn, weil die Hauptmelodie vielleicht nicht auf einer Spur hinterlegt ist, die mit dem Laufwerk in Verbindung steht. Nutzen wir mehrere Laufwerke, stellen wir außerdem schnell fest, dass diese unterschiedlich klingen. Hier ist also ein ausgiebiges Testen gefragt, bis wir das volle Potenzial ausschöpfen können und uns am ultimativen Musikgenuss erfreuen können. Okay, zugegeben. Mit alter Hardware schräge Musik abzuspielen, ist nicht zwingend das, was man als sinnvolles Upcycling bezeichnet. Trotzdem ist es für Freunde des heimischen Bastelkellers ein kurzweiliges Projekt, welches auch zum Experimentieren und Erweitern einlädt. Wir wünschen euch dabei viel Spaß.